Wenige Tage vor Beginn des Klimagipfels in Kopenhagen schlägt ein Hackerangriff auf Wissenschaftler hohe Wellen. Mitte November tauchten in der Öffentlichkeit E-Mails von Forschern der britischen Universität von East Anglia in Norwich auf. Diese Mails zeigen nach Ansicht von Bloggern, die den menschengemachten Klimawandel bestreiten, dass Daten zur Klimaerwärmung manipuliert worden sind. Die betroffenen Forscher bestreiten das. Sie befürchten, dass die Affäre die Verhandlungen in Kopenhagen belasten wird. Der Klimaexpress von Brüssel nach Kopenhagen. Nicht nur die Unterhändler an Bord sehen sich zwei Tage vor dem Gipfel mit einer Frage konfrontiert, die sie beantwortet glaubten. Beeinflusst der Mensch das Klima oder ist der Klimawandel ein natürliches Phänomen? An der Universität von East Anglia wollen sie den Einfluss des Menschen bewiesen haben. Erkenntnisse, die der Kopenhagen-Report des UN-Klimarates zitiert, erarbeitet von Institutsleiter Phil Jones, der in früheren Interviews überzeugt schien. Wir können die aktuelle Erderwärmung nicht mehr erklären, es sei denn, wir schließen Treibhausgase in unsere Modelle ein. Im November jedoch gelangen Computerhacker an E-Mails der Klimaforscher. Ein Wissenschaftler schreibt gar von mangelnder Erwärmung, die er nicht erklären könne. Institutsleiter Jones berichtet, er habe bei der Datenanalyse einen Trick benutzt. Die Glaubwürdigkeit erschüttert, der Institutsleiter tritt zurück. Es gab ein oder zwei bedauerliche persönliche Bemerkungen. Dafür hat man sich entschuldigt. Mit Blick auf die Qualität der Forschung soll eine unabhängige Untersuchung uns nun Aufschluss geben. Doch der Schaden ist schon jetzt groß. Ein US-Senator verlangt, alle Klimabeschlüsse auszusetzen. Es wird immer Menschen geben, die uns Steine in den Weg legen. Das darf in Kopenhagen nicht passieren. Ein paar E-Mails können nicht Jahrzehnte von Klimaforschung ungeschehen machen. Noch ist nicht belegt, dass Forschungsergebnisse überhaupt gefälscht wurden. Dennoch droht die Affäre schon jetzt, die Kopenhagen-Gegner zu stärken.